Hi meine Lieben! Ja, der Monat März ist ja jetzt auch schon wieder rum und es ist wieder Zeit für die Monatsfavoriten. Klar ändert sich nicht jeden Monat komplett das ganze Make-up oder sonstige Vorlieben, aber so ein paar Sachen sind dabei, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und ja, dann fangen wir an mit meinem absoluten Top-Favorit diesen Monat. Und das ist diese Mascara hier. Das ist die Maybelline Yarde The Colossal Volume Express in Waterproof. Und ich finde sie vom Design nicht so hübsch. Und allgemein, dass sie hier nur so ein klein, wie soll man sagen, also sie steht auf nur so einer kleinen Fläche, das heißt, es kippt ganz schnell. Ist auch nicht so optimal, wie ich finde. Aber sie macht die absolut schönsten Wimpern. Ich hatte noch nie so klasse Wimpern wie mit dieser Mascara. Und auch die I Love Extreme von Essence kann da nicht mithalten, weil die irgendwann verklumpt nach einer Zeit und das passiert bei dir einfach nicht. Sie trennt die Wimpern wunderbar, sie verlängert die Wimpern und ja, dieser Schwung bleibt einfach. Ich weiß nicht, ob es an der Waterproof Mascara liegt, also es gibt es ja auch in normal, sag ich mal, aber die hält einfach den Schwung und das sieht so klasse aus. Also es sieht fast aus wie so falsche Wimpern, aber noch auf eine gewisse Weise natürlich, also richtig klasse. Ich kann euch das mal zeigen, ich habe die gerade drauf. Ich habe die eigentlich durch Zufall wieder entdeckt, da ich sie ja schon früher benutzt hatte. Und dann kam diese ganze Phase mit dem I Love Extreme und das ist ja schon, ich glaube, um die 2 Jahre her, seit die das erste Mal rauskam. Und irgendwie habe ich die dann vernachlässigt und war mir gar nicht bewusst, wie tolle Wimpern sie macht. Also ich kann die wirklich nur jedem empfehlen. Ich glaube, die kostet um die 8 Euro, 7, 8 Euro, je nachdem. Und ja, sie müssten vielleicht nur das Design ändern. Ich finde das echt nicht so hübsch. Aber an sich ist das wirklich eine ganz tolle Mascara. Also ich werde die so schnell nicht wechseln. Dann kommen wir zu Pinseln im Allgemeinen. Ich glaube, ich habe es schon mal im letzten Favoritenvideo gesagt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es geht um die Ebelin Pinsel, die relativ neu sind. Und ja, also es ist ja so ein Hype im Moment wegen den Real Techniques Pinsel hier auf YouTube. Aber wenn man die ausprobiert hat und die eigentlich gut findet, dann braucht man keine anderen. Also ich finde die total klasse, die sind super weich, haben aber trotzdem, wie soll man sagen, einen Widerstand. Und ja, also ich finde die klasse. Man kann die super waschen, da fallen keine Haare aus und auch die anderen Arten. Also das ist jetzt der Puderpinsel. Dann ist es hier dieser Lidschattenpinsel und der ist auch klasse. Mit dem kann man super auftragen und sogar verblenden. Und da er recht schmal ist auch noch, da geht das wunderbar auch in der Lidfalte 1A. Und seit neuestem habe ich jetzt auch einen Lippenpinsel, da ich ja so gerne rote Lippenstifte im Moment trage. Ist das immer so eine Sache? Und Lip Liner, ich weiß nicht, ich habe es nicht so mit Lip Liner. Deswegen habe ich mir mal einen Lippenpinsel gekauft und der ist auch klasse. Und alles ist aus einer Serie. Und da gibt es auch noch einen Foundation Brush, also so einen gebundenen, so härter und ein bisschen kürzer. Und was weiß ich, noch viele andere. Und die sind so klasse und kosten nicht so viel. Ich glaube, der ist der teuerste mit 5, 6 Euro. Und alle anderen auch so um die 3 bis 5 Euro. Das ist einfach wunderbar und ich kann die echt nur empfehlen. Ja, und wenn wir schon bei den roten Lippenstiften sind. Ich liebe im Moment dieses dunkle Rot. Und ganz besonders ist es hier der P2 in der Farbe 100 Oxford Street. Und das ist eben so ein dunkles Weinrot. Und ich liebe den total. Und das ist am besten eben aufzutragen mit einem Lippenpinsel und dann nochmal drüber mit dem normalen Lippenstift. Und ja, also ich mag das super gerne. Für den Alltag ist es natürlich oft zu kräftig. Da trage ich ihn dann auch nicht. Aber meistens so am Wochenende oder jetzt über die Feiertage und so. Also ich liebe das und ja, im Moment habe ich so 2 Phasen, immer entweder komplett nude oder so dunkles Rot. Ich liebe das so, so sehr. Dann für die Haut habe ich wieder entdeckt von Alverde die Clear Waschcreme Heilerde für unreine Haut. Und ich habe jetzt nur diese kleine, wie man sieht, das ist nur die kleine Probegröße. Ich hatte das ganze Zeug auch mal in groß und habe es dann halt irgendwann aufgebraucht. Und mir ist aufgefallen, dass ich noch nie reinere Haut hatte, als mit diesem Zeug hier. Also wenn man das eine Woche benutzt, das ist so ein drastischer Unterschied. Also die Pickelchen gehen total zurück. Ich habe sowieso wenig Pickelchen und wenn dann nur so harmlose. Aber mit dem verschwinden sie dann komplett. Also das ist wirklich so mein Geheimtipp für reine Haut. Klar, das Zeug riecht nicht so gut. Heilerde ist auch ein bisschen so eine Sauerei.
Also das Zeug ist irgendwie so, ja, so ockerfarben. Aber es geht, es ist nicht so arg eklig. Und wenn man es mal ausprobieren will, kann man diese kleinen Größen kaufen. Die müsste es eigentlich noch beim DM geben. Von dem Gesichtswasser bin ich nicht so überzeugt, das ist ganz komisch. Und von der Creme auch, wo es dann noch gibt, das mag ich auch nicht. Die ist so komisch bappig und nee, mag ich nicht. Aber dieses Waschgel kann ich echt empfehlen. Dann kommen wir noch zu den Haaren. Meine Haare sind ja relativ kaputt, muss man sagen, da ich sie einfach immer irgendwie glätte. Ja, dann ist es auch noch blondiert und ja, also, dass mein Haar noch dran ist, ist fast schon ein Wunder. Und ich habe aber jetzt wieder die Serie intensiver genutzt und das ist die Paul Mitchell Avapui Wild Ginger mit dem ganzen Keratin, was da drin ist. Im Moment springt ja auch alle möglichen Marken drauf an, dass sie Keratin in ihre Produkte machen, aber da ist meistens so wenig drin, das bringt eigentlich fast gar nichts. Und das sind eben Produkte, die haben keine Silikone oder es sind dann eventuell solche Silikone, die sich dann wieder rauswaschen lassen. Also das sind Silikone, die besser sind. Es gibt nämlich gute und schlechte Silikone. Und das ist dann immer so eine Sache, denn nur Silikone sind nicht immer schlecht. Man muss es dann unterscheiden. Und diese ganze Serie ist einfach wunderbar. Die sieht auch einfach edel aus und die ist auch gut für die Haare. Also man merkt dann wirklich einen Unterschied. Und ja, ich habe nur so viel anderes Zeug, deswegen kann ich sie nicht durchgängig benutzen. Oder obwohl, könnte ich schon, aber ich möchte es nicht unbedingt, weil ich die ganzen anderen Sachen auch noch aufbrauchen möchte. Aber wenn, dann bleibe ich eher bei diesem Produkt hier. Und ja, also ich liebe das und vor allem diese Kur. Wenn man sich das Shampoo nicht unbedingt kaufen möchte, kann ich das noch verstehen und so. Und den Conditioner, ja. Aber die Kur doch auch und den Conditioner finde ich auch einfach mega top. Also das ist richtig klasse. Und ja, das riecht ein bisschen komisch. Also den besten Geruch hat es jetzt auch nicht. Ja, also irgendwie so orientalisch würde ich ein bisschen sagen. So oder asiatisch. Ja, ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Auch ein bisschen zitronig. Aber ansonsten ist es wirklich gut. Und ja, ich liebe Paul Mitchell Produkte einfach. Dann kommen wir zu den Lifestyle-Sachen. Und irgendwie habe ich diesen Monat nicht so viel Lifestyle, was ich so empfehlen kann. Ich habe jetzt angefangen, auf eure Empfehlung unter anderem hin. Ja, und ich finde, The Pretty Little Liars hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Vielleicht ist es ja auch nur mein Empfinden, aber irgendwie kommt das nicht so in die Gänge. Und ich muss dem noch eine Chance geben. Also irgendwie hatte ich dann keine Zeit mehr und auch keine Lust. Und dann habe ich das so schleifen gelassen. Und ja, ich glaube, ich muss dem diesen Monat nochmal eine Chance geben, weil an sich sind total viele begeistert und irgendwo muss die Begeisterung ja herkommen. Ja, und ich habe mich eigentlich so gefreut, dass ich mal eine neue Serie irgendwie entdecke, weil ich so Mädchengedöns total mag. Aber ja, wir werden sehen. Unter meinen Lifestyle-Favoriten gehören jetzt mittlerweile auch ein paar Songs. Und es ist oft so, dass ich es irgendwo im Radio höre oder im Fernsehen oder sonst wo. Und dann schnappe ich mir schnell mein Handy und schalte Shazam ein. Und muss herausfinden, wie dieses Lied unbedingt heißt. Ja, und da wollte ich euch mal ein paar zeigen davon. Das erste ist Let the Sun Shine von Labyrinth. Also ich kannte das vorher auch nicht. Und ich verlinke euch das auch unten in die Infobox. Ja, und seit kurzem habe ich endlich mal Instagram. Ich weiß, ich bin so eine der allerletzten, die das jetzt hat. Aber ich habe immer gedacht, das wäre so überflüssig irgendwie. Wenn man Bilder hat, dann kann man die auch irgendwo anders hochladen. Dann muss es ja nicht Instagram sein. Aber Instagram hat einfach super Filter und solche Sachen. Und ja, also wer möchte, kann mich gerne bei Instagram verfolgen. Ich heiße dort Sabrina Cherie mit 3 i im Cherie. Ja, es gab kein normales Sabrina Cherie. Das ist ja meistens so, wenn man seinen Namen irgendwo eingibt, dann gibt es den schon und sowas. Deswegen habe ich das jetzt mit 3i gemacht, wie auch auf Twitter. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ja, dann habe ich was Neues für mich entdeckt und das ist, oder sind Sojadrinks mit Vanillegeschmack. Und ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ich bin ja gerade so in der Phase mit allem, was irgendwie anders ist, wird ausprobiert. Und ja, das ist eben Sojadrink, keine Milch, aber es schmeckt so ähnlich wie Milch und hat noch diesen Vanillegeschmack. Und ich finde beide so lecker. Also das ist wirklich erstaunlich. Ich kannte das vorher gar nicht so sehr. Also ich habe das schon mal gehört und so, aber bin nie auf die Idee gekommen, mir das zu kaufen. Bis es mal auf YouTube so ein bisschen gehypt wurde.
Und ich finde, also beide haben jeweils 1 Liter in sich. Und dieser hier von Edeka hat 1 Euro gekostet und dieser hier von Alnatura 1,50 Euro. Und wenn man vergleicht, so eine Milch kostet meistens um die 60 Cent oder so. Also es ist schon teurer. Und ja, also ich finde beide sehr lecker. Aber der von Edeka hat einen leichten, komischen Nachgeschmack. Und der ist ein bisschen milder, würde ich sagen. Also sie haben beide so ein leichtes Vanillearoma. Aber dieser hier ist, glaube ich, der, wo den meisten eher schmecken würde. Wobei ich auch nicht abgeneigt bin von dem hier. Aber ich bin auch am Experimentieren und ich finde im Moment Alnatura besser. Wobei das echt selten ist, weil ich habe viele Alnatura-Produkte, die mir einfach nicht schmecken. Ich probiere es zwar immer wieder, aber oft wird das nichts mit Alnatura und mir. Dann kommen wir zu einem Essensprodukt. Und ja, Hanuta. Seit kurzem bin ich absolut Hanuta-süchtig und ich habe das ewig jetzt nicht mehr gegessen. Irgendwie, keine Ahnung, alles möglich, aber kein Hanuta. Und die machen so süchtig, also, oh, sind so lecker. Ich habe schon die ganze Packung aufgegessen, ne? Logisch. Sehr, sehr gut, sehr lecker und ich habe auch schon so ähnliche probiert, so nachgemachte Hanutas, aber irgendwie schmeckt mir das dann doch nicht so. Weil es gibt ja viele Produkte, da schmeckt man den Unterschied gar nicht zu anderen Marken, sage ich mal, Produkte. Aber bei Hanuta finde ich, dass man es schon schmeckt. Ja, und ich liebe Hanuta. Dann kommen wir zu meinem letzten Produkt des Monats. Produkt des Monats? Ja, Favoriten. Bin schon ganz verwirrt hier. Und das ist der Chai Latte, den ich euch im letzten, ich glaube letzten Video gezeigt habe. Und der schmeckt so göttlich, oh mein Gott. Viele haben es auch drunter geschrieben, wo ich den noch gar nicht getestet hatte und haben auch gemeint, oh mein Gott, der ist so gut. Und ja, das ist dieser Vanillezimt oder die Variante Vanillezimt. Und ich hoffe, dass es nicht irgendwie limitiert oder, keine Ahnung, geht im Sommer aus dem Sortiment oder sowas. Natürlich habe ich, so klug wie ich bin, das einfach oben aufgerissen. Obwohl hier eigentlich so eine Linie ist, wo man es aufmachen kann. Das ist wieder typisch ich. Aber es schmeckt wirklich richtig lecker. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut ist. Und ja, auch mein absoluter neuer Liebling jetzt. Und wird jeden Tag mindestens 1 davon getrunken. Ja, das waren meine Produkte für den Monat März. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.